Was ist denn das für ein Affe, der dahergekommen ist? Guten Tag, werte Affe. Hallo. Was machen Sie hier? Und warum sind Sie nicht im Dschungel? Ich will mir eine Pizza essen mit Bananen drauf. Aha, okay. Währenddessen tatsächlich der Affe also eine Pizza essen geht mit Bananen drauf, heiße ich euch herzlich willkommen wieder zurück zu Wobbly's Live. Hier mit Lars. Wobbly Dobbly Live? Okay. Wobbly Dobbly Live. Ist ganz schön kalt geworden, oder? Findest du dich auch? So, mein Affenkostüm hält mich warm. Oh, stimmt, das sieht auch wirklich sehr warm aus. Aber ich muss sagen, dass ich sogar in der Aufnahme heute eine Mütze anhabe, denn es ist Weihnachtszeit. Hast du auch so einen Topf auf? Das ist unser zweites Wobbly Weihnachten. Ja, der Topf hält mich auch warm. Das ist tatsächlich so gegen radioaktive Wellen und gegen Kälte. Genau. Ah ja, ich verstehe. Okay. In diesem Update, meine werten Damen und Herren, gibt es wieder etwas Ähnliches wie letztes Jahr auch. Es gibt wieder Schneemänner, wie zum Beispiel der hier hinten. Ja. Die kann man tatsächlich wieder umhauen oder wie auch immer. Dafür braucht man ein Auto. Aber das haben wir Schneemann. Haben wir hier irgendwo ein Auto? Wir haben einfach schon zwei Weihnachten in Wobbly Live erlebt. Das ist unser die Zeit geht so schnell. Wir werden so alt, Lars. Ich werde nicht alt, ich werde immer jünger. Ich fliege jetzt hier mit meinem Helikopter weg. Genau, du musst aber ein bisschen aufpassen lassen. Du hast eine Fackel drin. Die dürfen wir auf gar keinen Fall fallen lassen. Oh nee, dann flieg du lieber. Genau, geh du mal hinten rein und nimm du mal die Fackel. Steig aus. Es hat nämlich einen ganz besonderen Sinn, warum wir hier tatsächlich mit einem Rettungshelikopter und mit einer Fackel schon ausgestattet sind. Weil wir haben nämlich jetzt tatsächlich eine neue Update-Schiene hier in Wobbly's Live reinbekommen. Meine Katze rennt einfach so in der Luft uns hinterher. Ja, Dr. Auge fliegt uns auch hinterher. Guck mal, deine Katze fällt andauernd runter. Aber Dr. Auge fliegt wie ein Weltmeister hinter dem Flugzeug. Hinterher, meine Katze fliegt auch. Ja, deine Katze ist ja auch eine Superkatze. So, was wir jetzt machen in diesem Update, Lars, das wird auf jeden Fall richtig spannend. Pass auf, Lars. Wir haben ja jetzt eine Fackel dabei, ne? Das ist jetzt nicht einfach ohne Grund. Viele von euch kennen das tatsächlich schon. Es gibt nämlich es gab ein Vor-Weihnachts-Update und jetzt gibt es ein richtiges Weihnachts-Update. Und in diesem Vor-Weihnachts-Update gab es was ganz Besonderes, was man erledigen musste. Und zwar musste man nämlich mit einer Fackel in eine Höhle hier in der Nähe von diesem riesigen Schneeberg sozusagen reinfliegen. Ich bin mir nur noch nicht ganz genau sicher, wo das genau war, aber wir fliegen da jetzt einfach mal hinter den Berg, weil ich glaube, da könnte des Rätsels Lösung sein. Ja, guck mal, da ist es sogar. Oh yeah, und zwar ist hier nämlich eine neue Seilbahn entstanden. Cool, oder? Okay. Ja, guck mal, die geht ja richtig steil. Die müssen ja auf jeden Fall fahren. Du musst ein bisschen vorsichtig fliegen, weil ich fliege sonst raus. Soll ich einfach hier rausspringen? Nee, ich lande einfach ganz normal. Guck, ich bin doch der Wobbly Life Helikopter Profi. Guck mal nach oben, Lars. Siehst du das? Das ist tatsächlich jetzt ein neuer Weg, den man laufen kann. Was? An diesem Berg. Ich weiß nicht, wie man da genau hinkommt. Übel cool. Aber das ja, hier wahrscheinlich mit. Ja, lass mal auf jeden Fall mal hier diese neue Attraktion hier mal fahren. Das ist nämlich der neue Skilift. Attraktion! Ist doch eine Attraktion, Mann. Ist doch mega cool. Ruf an. Oh, nice. Stimmt, da können wir einfach einsteigen. Drücken wir aufs Knöpfchen. Drücken Sie bitte den Knopf. Oh, vielen Dank. Oha, GTA oder was ist GTA? Oh, nicht schlecht. Mann, das ist Wobbly Life, Roman. Das ist Wobbly Life, Mann. Aber nicht schlecht, oder? Also ich muss schon sagen, so die Sachen werden immer mehr. Es wird immer mehr in Wobbly. Mann, diese Haustiere hier nerven so. Ha, guck mal, wie kann ich nicht mein Haustier verkaufen? Deine Katze läuft einfach so richtig in so der Luft. Ja. Die ist genauso wie Dr. Auge, einfach nur ohne Flügel. Ja, Dr. Auge, ja stimmt. Aber Dr. Auge chillt ein bisschen mehr. Der ist ein bisschen mehr chillig. Wir brauchen noch einen Namen für die Katze. Wie nennen wir die? Ja, stimmt. Wollen wir sie die fliegende Katze nennen? Die Hokuspokus-Katze? Nee, ich bin für Fridolin. Fridolin? Fridolin, die Katze. Oder wir nennen die Katze Frodo, das geht auch. Frodo, stimmt, wir können sie auch Frodo nennen. Oder Frosty. Oder Bilbo. Weil jetzt wird es nämlich richtig frosty. Also guck mal, hier, by the way, ist auch diese Treppe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt wird's frostig. Oh Gott. Oh! Alter, du musst warten auf mich. Aufpassen lassen. Nicht runterfliegen. Boah! Guck mal. Oh, es ist rutschig. Geh mal aus dem Weg. Das ist ja mega rutschig. Okay, aber ich glaube, wir müssen erstmal oben hin. Komm, wir müssen erstmal nach oben lang, weil Junge, wie ich schon und ich halte hier die ganze Zeit die Fackelaui fest. Komm, du schaffst es schon, Lars. Ich hab dir diese Fackel aus einem besonderen Grund gegeben, weil du nämlich der vertrauenswürdigste Affe hier weit und breit bist. Vielen Dank. Ich bin ein Gorilla. So,
Jetzt gucken, warte mal, lass mal kurz die Fackel noch draußen liegen. Und zwar ist das hier. Nee, ich lasse sie hier nicht liegen. Ich habe Angst, wenn ich die liegen lasse, dass sie despawnt. Okay, dann bleibt da hinten kurz stehen. Und zwar ist das hier der Grund, weshalb wir die Fackel mitgebracht haben. Das ist eigentlich schon im letzten Update gewesen, aber das haben wir noch gar nicht gemacht. Und zwar gibt es hier nämlich einen eingefrorenen Wobbly. Und dieser eingefrorene Wobbly muss natürlich befreit werden. Und deswegen haben wir auch die Fackel mitgebracht. Wir können ihn nämlich freischmelzen. Siehst du da diesen Wobbly, Lars? Den musst du jetzt unbedingt, da musst du jetzt die Fackel dran machen. Mach mal die Fackel Alter. Dran. Oh, was? Oh yeah! Guck was? Mal. Was? Der schmeckt. Nice, oder? Wir haben den jetzt einfach so befreit. Was? Oh, was sagt der? Danke! Ich dachte, ich würde hier für immer bleiben. Oh, wow, okay. Ciao, Wobbly. Sehr nicer Dialog auf jeden Fall. So, damit haben wir jetzt das neue Outfit freigeschaltet. Oh, Junge. Yeah. Ey, guck mal, hier hinten geht's nochmal weiter. Ich würde sogar sagen, ich zieh mir mal nochmal ganz kurz das neue Outfit. Also, das ist das neue Outfit. Das bedeutet nice also... Nices Outfit, ganz man. Schön frosty. Okay, und was ihr jetzt ganz Besonderes machen könnt mit diesem Outfit und mit dieser Höhle, ist noch ein bisschen weitergehen. Ich wollte nämlich gerade sagen, wir können doch noch nicht hier rausgehen. Da war der Wobbly drinne. Und hier jetzt? Links und rechts habe ich gesehen, guck mal, hier war noch so ein Eiswürfel, so ein großer. Ein Eiswürfel? Oh no. Kann man den nehmen? Oh nein, oh nein. Und hier ist eine Ketchupflasche oder so. Oh nein, sag mir nicht, dass man den auch... Oh, haben wir noch die Fackel hier liegen, Mann? Oder ist die ist despawned. Als wir den... Hä, brauchen wir hier vielleicht auch nochmal die Fackel? Weil, guck aber mal, für was? Hier... Oder was liegt da? Ah nee, guck mal, das ist ein Meisel hier. Der ja, da Mais. Auf dem Boden liegt. Oh, das heißt, wir brauchen also einen Meisel, um hier vielleicht irgendwie eine Statue oder sowas meiseln zu können. Ja, okay, wenn du weißt, wo man so einen Mais herbekommt. Hm, vielleicht auf der anderen Seite. Guck mal, das guck ist mal, wie viele Stacheln hier oben sind, ne, an der Decke. Alter, was ist das denn? Guck mal, hier sind Schlitten, Lars. Oh, was? Oh mein Gott, das sind Rutschen. Das ist doch kein Schlitten, das ist doch ein Boot. Ja, das ist ein Boot. Nein, das sind Rutschen? Ja, Mann, das sind Rutschen. Lass doch eine Rutsche rutschen, Mann. Lass doch mit so einem Bob so eine Rutsche das, rutschen. Ah ja, das ist so ein Wok. Nee, nicht Wok, ein Bob ist doch, das. Doch, das ist so ein Bob. Bob ist das. So. Bob? Ich nehme mal die okay, mittlere. Ich fahr rechts lang. Du fährst rechts, ich fahr mittel. Okay, let's go, Mann. Oh mein Gott. Oha, was? Oh mein was Gott. Geht ab, was oh, geht ab? Ich was, bin rausgefallen. Was? Yo, crazy, crazy, crazy. Oh, 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 Alter, krass. Hier sind, oha, man macht sogar so richtige Eispimples hier damit kaputt. Das ist ja abgefahren. Du musst, ich habe vergessen, dass man sich festhalten muss vielleicht. Boah, hast du dich nicht festgehalten, ne? Oh, nein. Wo bin ich denn hier? Ja, Hallöchen. Ja, guten Tag. Wo sind wir denn hier? Was? Das ist hier, ist es hier etwa das Pinguin Derby von zwei verschiedenen Teams? Oh mein Hockey Gott, weißt du, guck spielen? Mal, mit was ich gerade runterkomme. Mit was kommst du runter? Ich gucke, ich gucke. Jawohl, da kommt guck, er. Zack. Was? Einfach mit so einem Gummireifen da mit runter. Mit einem Gummireifen. Oh mein Gott. So, okay. Blub, blub, blub. Okay, was haben wir denn hier? Hier haben wir jetzt tatsächlich ein... Geschenk. Ein Geschenk. Geschenk. Ui. Warte, ich mach mal meins auf. Kann man das aufmachen? Ich würde es auch gerne aufmachen, aber es geht nicht. Es ist wahrscheinlich ein Pinguin-Geschenk. Sag mal, hier wohnen einfach die Pinguine. Und oha, guck mal, der ist einfach grau, der Pinguin. Und guck mal, hier kann man tatsächlich sogar mit dem Metalldetektor etwas Alter, ausgraben. Alter, da geht's ja noch übel weit hier hinten, Mann. Ja, Mann. Was ist einfach das denn? So eine Ausgrabungsstätte. Oh, krass. Vielleicht sind sogar noch weitere Löcher, die hier unten, glaube ich, sind, wo man auch entlang rutschen kann. Hier gibt's sogar so Hockeyschläger. Das ist das Hockeyfeld. Hier kann man Hockey spielen. Ey, guck mal. Und da oben, Lars, da sind einfach so Pinguin-Zuschauer. Niemals. What the fish? Lass mal eine Runde spielen, oder? Crazy. Ja, Mann. Oh, guck mal, das sind ja sogar noch mehr. Oh, guck mal. Oh. Ey, hier kann man irgendwas kaufen. Kleine süße Pinguin von hier kann man sich Snowboards kaufen. Hey, no way. Hier gibt's so ein Eismeißel, Mann. Ein Eismeißel? Oh, das ist das Ding, was wir brauchen, Mann. Das da. Das war da oben. Bitte fassen Sie das nicht an. Oh mein Gott, wie nice. Schau mal, da ist er. Für 10 kann man den hier kaufen. Was kann man hier kaufen? Snowboard, aber da, mit dem kann man nicht handeln. Mit dem auch nicht. Oh nein, man kann mit dem meistens leider nicht handeln. Oh, wie schade. Kommt aber vielleicht noch. Doppel-Eiscreme! Oh mein Gott, was? Da ist einfach eine Doppel-Eiscreme. Ey, guck mal! Wo bist du? Auf dem Eisfeld. Bist du schon auf dem Eisfeld? Guck mal, ich spiele auch Eisfeld. Guck mal, ich spiele hier mit meinem Eis. Oha, was? Ein doppelcremiges Eis. Ja, doppelcremiges Eis. Damit werde ich dich hier auf jeden Fall du musst ja auch einen Schläger nehmen. Oh, oh.
Alter, ich mach hier... War nicht drinne. Zeig dir mal, wie man hier Hockey spielt. Nein! Das, nein, nein, nein! So spielt man, okay. So spielt man Hockey. Aus, aus, aus. Okay, ich glaube, wir kriegen es nicht hin. Ich schmeiß dir jetzt ein Eis. Ich würde aber gerne mal ein Tor schießen. Ich will wissen, was passiert. Kann man nicht restarten? Da, ja, klick. Okay, warte, warte, warte. Ich hol mir noch einen Schläger kurz. Ey, ey, ey! Nein! Nein! Nein, Block! Knapp. Ich will, dass da dieser Song kommt, dieser... Los, schieß rein. Schaff's. Nein, nicht in deins. Ich schaff es nicht, Mann. Ich schaff es einfach nicht. Weißt du was? Lass, ich gehe den einfachen Weg. Gib mir diesen Puck. Ich schmeiß mich selber ins Tor. Los! Los! Jawohl! Was? Nein! So, jetzt kommt von mir nochmal eins. Das ist ja voll nice. Also mit dem Schläger, das ist voll schwer. Okay, so, jetzt gibt's hier aber noch weitere Löcher, Mann. Was? Oh, springst du das eine? Ich springe ins andere. Hui. Oh mein Gott. Wow. Was? Wo bin ich jetzt? Das ist einfach so eine Rutsche, Mann. Du musst dich dingsen, fallen lassen. Chillen auf lassen, X. Ja, ja, mit X. Ich bin schon am Bauch rutschen. Ich mache hier gerade eine richtige Rutschen-Action. Oh, ich rutsche einfach rückwärts auf den Bauch. Rückwärts? Ich auch! Ich bin auch rückwärts auf den Bauch. Oha, 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 oha. 1000 km/h. Jawohl, 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 jawohl. Oh, ich würde so ein Ding gerne mal in echt rutschen. Alter, ich hab ein Geschenk bekommen. Alter, was ist das denn? Hier ist ja ein... Guck mal, ich komme. What? What? Wie riesig ist das denn? Ey, ich bin schon im Trichter. Boah, ich bin so schnell. Ich bin so schnell. Boah, ich bin am Ziel, Mann. Was? Hier ist ein Trichter. Ja, Mann. Hä? Das war's schon? Oh mein Gott, Lars. Boah, wie cool ist diese Rutsche. Ist es? Oh, ich komme. Was? Bist du an derselben Stelle rausgekommen wie ich, Mann? Jetzt muss man hier die ganze Treppe hochlaufen wieder, oder was? Doch, ich bin auch an derselben Stelle raus. Hey, Lars, glaubst du, es gibt eine Rutsche, die richtig ist und es gibt welche, die falsch sind? Keine Ahnung, warum? Weil wir sind jetzt hier nämlich wieder auf diesem Balkon und jetzt kann man hier diese unendliche Treppe wieder hochlaufen. Was ist denn das? Guck mal, wie hoch die geht, Mann. Ich glaube, es gibt noch einen Secret Way wahrscheinlich, wo man irgendwie entlanglaufen kann, um noch was Geheimes zu finden. Da gab es doch mehr als nur ein Loch sozusagen. Also, Lars ist jetzt auch wieder da. Hallo, Lars. Hallo. Guten Tag. Hallo. So, Lars, ich habe was gesehen. Verlierst sogar so Schneeflocken, ja, ne? Mann, ich bin richtig Snowy Boy. Ich bin richtig angepasst hier an dieses Ding hier. Das Interessante ist aber, wir haben ja hier einen Shop gehabt zum Eishockeyspielen mit diesem Hockeyschläger. Aber links daneben gibt es ja hier diesen anderen Shop mit so Hacken und mit so einem Jackhammer, also so einem Presslufthammer. Das heißt also, mit dem können wir ja... Wieso heißt das Ding Jackhammer? Jackhammer, ich weiß es nicht. Ich glaube, es heißt auf Amerikanisch, also auf Englisch so, dass die den Jackhammer nennen. Und was jetzt ganz interessant ist, wenn du dir das mal ansiehst, hier gleich links ist etwas, was sehr auffällig danach aussieht, als ob man da etwas kaputt machen kann. Deswegen gehen wir da mal mit dem Jackhammer dran. Warte mal, ich hol mal noch mal kurz eine Spitzhacke. Wait, 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 eine Sekunde. Nichts machen, nichts machen. So, hier ist nämlich so ein Eispickel, so eine Eisspitzhacke. Und dann kann man hier vielleicht mal, zack, ein bisschen mal dagegen klopfen. Mal gucken, ob das... Ah, jawoll! Es macht tatsächlich was. Schau dir das mal an, Mann. Soll ich was mitnehmen? Soll ich eine Pickaxe mitnehmen oder so? Ich glaube nicht, Mann. Hier gibt es nur so einen Gong. Guck mal, guck mal, guck mal. Wollen wir mal dagegen schlagen? Schau dir das mal an. Hier gibt es so einen Paukenschlag und da ist so ein Gong. Soll ich mal so richtig dagegen knallen, Mann? Hau mal drauf. Ah, jetzt. Oh, was? Oh, what? Oh, oh. Crazy, was ist passiert, Mann? Es hat richtig krass gerappelt. Warte mal, soll ich noch mal... Guck mal, ich kann noch mal. Okay, aber beim zweiten Mal passiert nichts. Hä? Nee. What the fishery do? Okay, pass auf. Was war das jetzt? Also ich glaube, es hat sich irgendwas verändert. Ganz safe. Weißt du, ich glaube, ich weiß wo vielleicht. Als wir da runtergefahren sind gerade eben, lass mal nicht... Sind hier noch mehr Löcher? Lass mal nicht rutschen. Lass mal nicht rutschen durch den Bereich, sondern lass mal durchgehen. Okay? Lass mal zusammen durchgehen. So, dass wir da nicht ausrutschen, sondern dass wir... Durch diesen hier, wo du rein bist. Ja, ja, ja. Durch sicher. Sicher. Die führen doch sowieso alle gleich durch diesen Weg durch. Das heißt, vielleicht hat sich hier irgendwas verändert, Mann. Chill.
Weil da gibt's doch diesen einen Zwischenraum. Safe haben die irgendwas in der Rutsche versteckt. Nein, Mann, ich bin ausgerutscht. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Nicht ausrutschen. Eigentlich müsste ich ausrutschen. Ich bin selber so ein kleiner Eisblock. Schau mal, schau mal, schau mal. Okay. Schau mal, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Los. Da, was denn, die rechte was Rutsche. Die rechte Rutsche, die war nicht so. Das ist hier neu. Hier bist du auch ausgebremst. Das ist hier mit diesem Schnee, das ist eine neue Lawine, Mann. Oh, da ist ein Boss gespawnt. Du laberst. Bist du vorgelaufen? Was ist da vorne? Oh ja, guck mal, ja, tatsächlich, hier ist irgendwas, aber ich niemals kann es nicht erkennen. Oh mein Gott, was? Irgendwas was glitzert denn hier, warte mal. Jo, da ist ein Lager, ist da ein Fernseher. Niemals, Lars. Was haben wir denn hier gefunden, ne? Hä? Oh mein Gott, guck mal, da ist ein Familienfoto. Von Yetis. Was? Da ist eine Mama Yeti, ein Papa Yeti und ein Baby Yeti. Oh. Niemals. Und da ist einfach so ein Eisfernseher. Hier liegt irgendwas auf dem Tisch. Was ist das denn? Heißt das? Ey. Lars, das ist ein Artefakt, Mann. Das ist so ein Artefakt fürs Museum. Es ist schwer zu bekommen. Wollen wir das mitnehmen? Ey, das ist hundertprozentig safe. Ist es von so einem Yeti so ein Artefakt? Und wenn man das abgibt, kriegt man vielleicht was. Hey, geht's da irgendwie weiter? Nee, ne? Alter, wie krass. Aber hier sind gar keine Yetis. Gar keine Yetis? Man hat nur das Foto. Nur das Foto. Hey, lass mal weitergehen. Nimm das Ding mit und dann lass mal gehen. Ja, lass mal weitergehen. Wop, wop, wop. Okay, was ist das hier? Oh, jetzt kommt man wieder in diesen Trichter. Das ist ein anderer Weg gewesen. Okay, jetzt haben wir alles hinbekommen. Wir haben jetzt den Rescue-Helikopter. Pass auf, das fällt gleich raus. Ja, ja, halt es fest, halt es fest. Kannst du es für mich festhalten, ne? Warte, warte, nicht fliegen. Ich flieg nicht, bewege mich nicht. Hast du es? Okay, nice. Dann fliegen wir jetzt mit Lars und dem Yeti-Fell oder mit dem irgendeinen Fell auf jeden Fall mal zum Museum und schauen mal, was dieser Museumstyp dann dementsprechend dazu sagt von dieser kleinen. Ach, das ist Fell. Ja, das ist so Fell. Das ist so Yeti-Fell. Warte mal, halt gemeinsam, mit an. Gemeinsam. So, nice, Mann. Okay. Let's go, bitteschön. Ein Artefakt für das Museum. Ein Artefakt. Oh, okay, nice, nice, für die Ice Cave. Okay, es ist das Haar von einem unidentifizierbaren großen Tier von dem Berg. Was? Das war's? Interagieren. Okay, wir haben nur ein Item hier. So! Okay, Leute, ich habe übrigens eine Sache vergessen gerade aufzunehmen. Man musste mit einem Chisel gerade eine Eiskulptur tatsächlich gerade chiseln. Das war die wir ganz am Anfang von der Folge gesehen haben. Das war dieser Eisblock. Da ist man dran gegangen und dann bekommt man diese Figur. Das habe ich vergessen jetzt leider aufzunehmen. Aber wir können euch da auf jeden Fall nochmal eine kleine Aufnahme zeigen, wie das circa aussieht, wenn man das macht. Und da kriegt man dann diese Figur und die geben wir jetzt gemeinsam nochmal ab. Komm her, Lars. Komm. Komm, wo bist komm, du komm, denn? Komm, komm. Hier, ich bin direkt neben dir, Mann. Ach so. Auf geht's. 3 zu 1, Abgabe. Wow. Dieses Artefakt haben wir tatsächlich noch nicht. So, das ist jetzt das zweite Artefakt, was wir hierher holen müssen, ne? Und das kommt dann dementsprechend, boom, auf diese Seite. Okay? Das ist tatsächlich eine Eiskulptur von einem Pinguin. So, jetzt müssen wir tatsächlich nochmal ein weiteres Artefakt holen. Nochmal kurz zum Zeigen, so habe ich die Skulptur bekommen. Das heißt, man geht mit dem Chisel tatsächlich hier an dieses Eis dran und dann kann man dementsprechend hier die Statue bekommen. So habe ich die bekommen. Das war dieser Eisblock von Anfang an und dieses Ding bringt man dann zum Museum. So, wir müssen jetzt allerdings nochmal kurz runtergehen und uns dann nochmal einen Metalldetektor schnappen und tatsächlich an dieses X unten ranzukommen. So, jetzt haben wir einen Metalldetektor dabei und wir können mit diesem Metalldetektor, wenn man ganz nah rangeht, an dieses X gehen und dann hier in dieser Eishöhle tatsächlich etwas ausgraben und darauf hoffen, dass wir da drinne ein Mammutzahn bekommen. Oh mein Gott, nicht übel. So, das ist ein riesiger Mammutzahn, den wir tatsächlich verwenden können, um diesen natürlich auch wieder in ein Museum zu bringen. Deswegen rutschen wir einfach mal mit dem Mammutzahn gemeinsam nochmal runter. Ich werde sie auf gar keinen Fall loslassen, Lars. Die Secrets diesmal sind gar nicht so einfach und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich weiß auch gar nicht, wie man das letzte jetzt noch bekommt, Lars. Ich glaube, da werden wir noch ein bisschen gucken müssen. Aber vielleicht kann man hier und da noch ein bisschen was herausfinden. So, jetzt gehen wir den Zahn gemeinsam ab, Lars. Gib her, das ist meiner. Warum ist der eigentlich so riesig? Der ist riesengroß, gell? Das ist dieser Mammutzahn einfach. So. Abgeben. Bam, Junge. Du hast ein weiteres Artefakt gefunden. Das dritte Artefakt. Artefakt. Oh yeah. Let's go. So. Das heißt, da ist ein Mammutzahn.
ein alter Mann. Sprich, wir brauchen noch einen, der richtig? Im alten Gebirge eingefroren war. Fehlt nur noch eine Sache. So, komm. Und für die letzte Sache, Lars, wird's jetzt richtig crazy daisy, okay? Weil dafür benötigen wir nämlich einen Fisch. Und zwar vom Fischmarkt, okay? Das bedeutet also, wir fliegen los, Lars. Ich mach Dings. Ich mach jetzt ein Selfie in der Luft. Oh mein Gott, ich bin mir so sicher, dass du runterfliegst. Also, auf jeden Fall, Leute, wir fliegen jetzt mal ganz kurz zu dem guten alten Fischmarkt nach hinten, ne? Und holen uns einen Fisch. Und mit diesem Fisch, den wir dann rausgeangelt haben, ne, werden wir uns dann ganz entspannt nochmal gleich in die Höhle begeben. Und ich erkläre euch auch gleich, warum. Okay, so, jetzt haben wir die letzten 45 Minuten damit verbracht, eine Sardine zu holen. Und die habe ich jetzt geangelt, weil der Pinguin, der nimmt nämlich nur Sardinen, keinen anderen Fisch, nur Sardinen. Das heißt, Leute, wenn ihr angeln geht, holt euch auf jeden Fall eine Sardine. Ich kann euch gleich nochmal zeigen, wie die aussieht. Also, wenn man da nochmal ein bisschen genauer hinsieht, die ist so oben ein bisschen grau und ein bisschen gräulich. Und dann kann man nämlich hier lang gehen. Aua, bloß nicht fallen lassen, die Sardine. So wie ich gerade eben. Und dann gehen wir mit dieser Sardine jetzt, weil das ist der einzige Fisch, den der Pinguin da hinten gerne mag. Müssen wir jetzt tatsächlich zu dem guten alten Pinguin mit der Sardine gehen. Und dann, wenn wir mit der Sardine jetzt nah genug daran gehen, dann bekommen wir einen besonderen Schläger. Und zwar ist das hier nämlich der wunderbare Schläger, der uns tatsächlich weiterbringt. Und zwar ist das ein NFL-Schläger oder wie auch immer. So, mit diesem Schläger müssen wir jetzt tatsächlich wieder zurück und bringen den jetzt mal ins Museum und schauen da mal, was das Ganze uns bringt. So sieht es also aus, wenn man dann dementsprechend alle Artefakte hat, um euch natürlich auch dementsprechend die Spannung nicht zu nehmen. So sieht das Ganze aus. Und was bekommt man dann dementsprechend als Geschenk? Wie funktioniert das Ganze? Das können wir euch natürlich jetzt auch zeigen. Komm, Lars. Ich will auch ein Geschenk. Ja, wir kommen jetzt mit, Mann. Wir ziehen uns jetzt das Geschenk rein. Es geht nämlich los. Wir holen uns nämlich jetzt ganz kurz unsere Garderobe zum Umziehen und gucken dann, was da drinnen uns erwartet. Also, es wird tatsächlich interessant. Und zwar, das Item, was man bekommt, wenn man alle Achievement-Item in dieses gute alte Museum gebracht hat, ist etwas Besonderes. Und zwar sind es nämlich Hosen. Und zwar besondere Hosen, die zu unserem Outfit passen. Und zwar sind das nämlich Eisschuhe, okay? Diese Eisschuhe sind dementsprechend dann dafür da, dass man damit dann herumsliden kann. Und das sind sie, Lars. Hier, check das mal aus, Mann. Nice, oder? Guck mal, oha, es aber hat sogar angefangen mal, zu schneien. Boah, es schneit. Oh mein Gott, das ist ein Zeichen. Schau mal, wie ich hier die Straße einfach runtersliden kann. Oh yeah, ich bin tatsächlich der Eiswanderer. Wo bist du nur hin? Hier, Mann, ich bin ein komplett vereister Wobbly. Guck mal, ich kann einfach so mich teleportieren. Aber du slidest so komplett gerade. Ja, gell, ich bin jetzt so, guck mal, ich kann jetzt einfach rückwärts sliden. Ciao. Oh, ciao. Okay. Gut, meine werten Damen und Herren, das ist tatsächlich das Geschenk, was man bekommt für all die Arbeit. Leute, das war boah, ultra das viel Arbeit. Das ist wirklich heftig, viel wirklich Arbeit. Wirklich krass. Ja. Gebt einen Daumen nach oben auf dieses Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ja, abonniert auf jeden Fall den Channel. Schaut auf jeden Fall bei Lars vorbei. Der hat mir nämlich unglaublich geholfen hier in dieser Challenge. Und wir spielen dann weiter. Bis zum nächsten Mal. Adi, ciao. Tschüss.